Wir veranstalten hier am 20. Mai heute einen Robotikwettbewerb, der VIRO, der ein internationaler Robotikwettbewerb ist, wo 80 Länder teilnehmen. Und wir in Schweiz einen Standort bietet für die Regionalqualifikation für das Schweizer Finale. Und es haben sich heute hier 12 Teams zusammengefunden, die gegeneinander an diesem Wettbewerb teilnehmen. Wir sind auf die Idee gekommen, weil wir in der Schule eine MINT-Woche hatten. Und in dieser MINT-Woche haben wir in unserer Klasse das Thema Robotik gehabt. Und das hat uns halt sehr gefallen. Ich selber habe noch bei einem Roboter programmiert. Mir hat es nicht Spass gemacht. Denn ich war in Australien und Juno ist gekommen und hat gesagt, ja, da wäre der Wettkampf, ich würde gerne mitmachen. Dann habe ich gedacht, da ist mal etwas Neues und jetzt haben wir es gemacht. An diesem Robotikwettbewerb müssen die Schüler auf einer Matte, die vorgegeben ist, vom Verband, also Weltverband eigentlich, Aufgaben lösen. In diesem Jahr geht es darum, dass sie Unterseekabel verlegen, Solarmodule aktivieren und das alles in einer Form mit Lego-Bausteinen, wo sie dann nachher müssen, mit dem selbstgebauten Roboter, selbstprogrammierten Roboter, die Lego-Steine verschieben, aktivieren, umtransportieren. Ein Kollege, der auch in unserer Gruppe ist, baut sehr gerne Lego bauen. Und er hatte auch viele Ideen von dem Roboter. Auch, dass wir hier wegen dieser Schaufel Lego-Klötze packen können. Wir wollten eigentlich einen Hubstapler bauen, aber es hat nicht funktioniert. Und dann haben wir halt andere Ideen gebraucht und dann haben wir verschiedene Sachen ausprobiert. In Schütz findet das jetzt heute das erste Mal statt, aber es ist so gut angekommen bei den Leuten, bei der Lokalbevölkerung, dass wir das im nächsten Jahr dann vielleicht in einem grösseren Rahmen werden durchführen, ein bisschen mehr Teams die Möglichkeit geben, sich anzumelden. Das ist der zweite Lauf wahrscheinlich schon, weil es ist der beste Lauf bis jetzt gewesen, aber halt als Zusammenarbeiten.